Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video etwas zu Datentypen bei Variablen in der Programmiersprache Python sagen. Bevor wir uns das ganz konkret in Python anschauen, ein kurzer Blick auf ein ganz allgemeines Modell eines Rechners. Da sehen Sie hier den flüchtigen Speicher, den RAM, in dem wird während der Laufzeit des Programms etwas gespeichert. Dann gibt es den Prozessor, der führt die Operationen aus und die Festplatte sorgt dafür, dass wir dauerhaft speichern können. Also auch nach Ausschalten des Rechners kann hier gespeichert werden. Und wenn wir etwas ausgeben wollen, dann kann es auf dem Bildschirm passieren, der hier abgebildet ist. Wir haben jetzt keine Tastatur hier dargestellt. Die können sich hier vorstellen, dass die auch noch angeschlossen ist an diesen Rechner und für die Eingaben sorgt. Und das Wichtige, wenn man jetzt über Variablen nachdenkt, ist, dass wir bei Variablen Speicherbereiche meinen. Speicherbereiche, denen wir sozusagen Namen gegeben haben. Also wir speichern die Variablen Werte im Speicher, im RAM ab und heften da ein sogenanntes imaginäres Zettelchen, den Variablen-Namen dran, und im Programm können wir dann den Variablen-Namen nutzen, wenn wir auf diese Speicherzelle zugreifen wollen. Wenn wir diese Speicherzelle meinen und den eigentlichen Wert daraus dann im Programm verwenden wollen. Und im Programm verwenden, das kann bedeuten, dass wir eine einfache Zuweisung machen wollen, so wie hier. A soll 5 zugewiesen werden und B der Wert 10. Oder dass wir Operationen machen wollen, wo wir diese Zahlen addieren beispielsweise oder einer anderen Operation unterziehen. Und in diesen Speicherbereichen, wo wir unsere Variablen speichern, können wir unterschiedliche Arten von Daten speichern. Also Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir dort Zeichenketten speichern könnten, um beispielsweise Namen zu speichern oder um Adressen zu speichern, um Orte zu speichern. Und wir könnten auch numerische Werte speichern, um damit Rechnungen auszuführen. Berechnungen, um beispielsweise den Flächeninhalt eines Kreises zu berechnen oder um Buchhaltung auszuführen oder um andere komplexere mathematische Modelle aufzubauen und zu berechnen. Und deswegen muss uns auch klar sein, dass wir diese Speicherzelle, die hier rot markiert ist, unterschiedlich strukturieren können. Je nachdem, ob wir dort eine Zeichenkette abspeichern wollen oder einen numerischen Wert oder einen andersartigen Wert. Bei den numerischen Werten kann es dann noch sein, dass wir eine kommabehaftete Zahl, eine sogenannte Fließkommazahl abspeichern wollen oder eine ganze Zahl, das heißt ohne Nachkommastellen. Es gibt auch noch andere Datentypen, die wir hier aber der Einfachheit halber mal weglassen. Und wir schauen uns jetzt zunächst mal die numerischen Datentypen an und da als erstes die ganzen Zahlen, also den Datentyp int. Sie sehen hier eine Zahl, die dem Datentyp int entspricht, das ist zum Beispiel die 234. Das ist eine ganze Zahl und die weisen wir hier dieser Variablen zu. Und ich habe das kleine Programm hier mal in Sony nachgestellt. Das heißt, wir weisen zunächst mal dieser Variablen Zahl 1 den Wert 234 zu. Dann geben wir diese Zahl aus, einfach nur den Wert der Zahl ausgeben. Das heißt, in der Kommandozeile müsste hier unten die 234 ausgegeben werden. Und als letztes machen wir noch einen kleinen Kunstgriff. Wir wenden nämlich diese Funktion type an und die sagt uns, von welchem Datentyp diese Zahl 1 ist. Das heißt, ohne dass wir wissen, welcher konkrete Wert und welcher Datentyp hier drin verpackt ist, wenn wir die vorangegangenen Zeilen nicht kennen würden, dann könnten wir das machen und dann könnten wir erkennen, dass hier eben ein Datentyp int drin abgespeichert ist. Also, dass es sich um eine ganze Zahl handelt, die hier drin gespeichert ist. Und wir führen das jetzt mal aus. Sie sehen, dass hier unten, wie prognostiziert, die 234 ausgegeben wird. Und unsere Zeichenkette, die wir in dem Print angegeben haben, Typ von Zahl 1 ist, Doppelpunkt. Und danach bekommen wir hier so etwas, naja, gewöhnungsbedürftig ausgegeben, in den Spitzenklammern Class int. Das bedeutet einfach, dass es sich hier um einen ganzzahligen Datentyp, nämlich um den int-Datentyp handelt, der
für die Variable Zahl 1 reserviert ist. Und damit können wir sozusagen erkennen, welcher Datentyp in der Variable Zahl 1 abgespeichert ist. Nahezu das Gleiche können wir uns jetzt noch für eine Fließkommazahl anschauen, also eine Zahl mit Nachkommastellen. Sie sehen, hier ist es die 24,5, die wir abspeichern wollen, in der Zahl 2. Und ganz ähnlich geben wir dann die Zahl 2 aus und wir geben uns auch den Datentyp aus von dieser Zahl 2. Und wir können das auch wieder in unserem Sony ausführen. Das heißt, wir legen die Zahl 2 an, geben aus und geben den Typ aus. Wir führen das aus und erwartungsgemäß wird nicht nur die 234 nochmal ausgegeben, sondern auch die 24,5. Dann wird diese Zeichenkette Typ von Zahl 2 ist ausgegeben und dahinter Class Float. Das heißt, wir haben hier diese Fließkommazahl, eine Fließkommazahl, die in der Variable Zahl 2 abgespeichert ist. Und damit wissen wir, diese Zahl, die dort abgespeichert ist, kann Nachkommastellen enthalten. In der Zahl 1 kann das nicht der Fall sein, das ist nur eine ganze Zahl. In Zahl 2 können Nachkommastellen gehalten werden. Jetzt schauen wir uns noch einen weiteren Datentyp an, den boolischen Datentyp für das Abspeichern von boolischen Werten. Und er wird abgekürzt mit bool, so wie Sie das hier sehen. Wir können in einer Variablen vom boolischen Datentyp entweder true oder false, 0 oder 1, wahr oder nicht wahr, abspeichern. In Python wird das so markiert, wie hier dargestellt. True oder false kann zugewiesen werden. Zwei Möglichkeiten, die die Werte annehmen können. Und wir haben hier dieses kleine Programm, in dem wir wieder der Variablen Zahl 3 und der Variablen Zahl 4 unterschiedliche Werte zuweisen, das dann ausgeben, den Typ uns ausgeben lassen und auch eine kleine Operation noch ausführen lassen. Wir addieren die beiden Zahlen, um zu sehen, was dabei herauskommt. Und wir können auch diesen Programmteil wieder im Sony nachbauen. Die Variablenzuweisung, Zahl 3, Zahl 4, True und False. Die Ausgaben, eine kleine Operation zum Test, was passiert, kommen wir gleich dazu, das zu erklären. Und das machen wir für beide Zahlen, für die Zahl 3 und für die Zahl 4 und wieder den Datentyp herausfinden, der hier hinterlegt wird. Wir führen das aus, sehen unten die Ausgaben und die letzten Ausgaben stammen jetzt von dem Bereich, den wir hier angegeben haben. Also Zahl 3 ist gleich true, das wird ausgegeben und anschließend wird Typ von Zahl 3 ausgegeben, das ist nämlich eine boolische Variable. Und ich überspringe mal die Zeile, dann wird das False ausgegeben für die Zahl 4 und die Zahl 4 ist auch vom Typ Boolean. Und jetzt haben wir noch hier die zwei Operationen drin, nämlich die Zahl 3 wird addiert zu der Zahl 3. Das heißt, der Wert 1 wird addiert zu dem Wert 1 und das ist jetzt nicht kein Ergebnis, was im boolischen Bereich liegt, sondern das ist ein Ergebnis, was dann in den Bereich der ganzen Zahlen geht und da wird dann sozusagen automatisch ein anderer Datentyp daraus gemacht, nämlich einen Datentyp für die ganzen Zahlen und damit auch die 2 berechnet. Also 1 plus 1, true plus true ist gleich 2. Und im Fall, dass wir hier die Zahl 4 uns anschauen, da hatten wir hier false als Wert. False ist mit der 0 abgebildet im Speicher und das heißt, dass wir dann bei der Addition 0 plus 0 aufschreiben und 0 plus 0 bleibt 0. Der boolesche Datentyp, der eignet sich besonders dann, wenn wir bestimmte Zustände abzubilden haben, wo vielleicht nur zwei Möglichkeiten der Fall sind, also beispielsweise angeschaltet oder ausgeschaltet, gültig oder nicht gültig oder verfügbar oder nicht verfügbar. Überall dort, wo es zwei Möglichkeiten gibt, dort können wir den boolischen Datentyp nutzen und damit im Programm arbeiten.
Und als letztes schauen wir uns hier noch die Zeichenketten an. Wir können also auch Zeichenketten in Variablen abspeichern, so wie Sie das hier sehen. Zeichenketten im Englischen auch als String bezeichnet. Sie sehen hier, werden drei Variablen vom Datentyp String angelegt. String 1, 2 und 3 und unterschiedliche Zeichenketten werden hier hinterlegt. Sie sehen, dass die Zeichenketten jeweils durch die Anführungszeichen eingerahmt sind und das kennzeichnet in Python, dass jetzt hier eine Zeichenkette entsteht, eine Zeichenkette angelegt wird, die dann der Variablen zugewiesen wird. Im Hintergrund würde sich die Python-Ausführungsumgebung darum kümmern, hier den entsprechenden Speicher zu reservieren, sodass dort eben diese längere Zeichenkette hineinpasst und dass es eben nicht nur eine ganze Zahl ist, für die vielleicht Platz gehalten werden muss. Genauso dann auch bei dem String 2, da wird geschaut, dass entsprechender Platz für das Hallo mit dem Ausrufezeichen vorhanden ist. Und der String 3 ist hier auch als Zeichenkette hinterlegt. Da muss man hier genau hinschauen, denn diese 386, die hier innerhalb der Anführungszeichen steht, wird tatsächlich als Zeichenkette und nicht als Zahl hinterlegt. Das bedeutet, dass Sie mit dieser 386 nicht rechnen können. Sie müssen es als Zeichen, als Zeichenkette, als die Aneinanderreihung von dem Zeichen für die 3, Zeichen für die 8 und Zeichen für die 6 verstehen. Und kein numerischer Wert im Sinne von 386, mit dem man rechnen kann. Sie sehen dann im unteren Bereich, dass hier noch etwas ausgegeben wird. Erstmal wird der String 1 ausgegeben, dann werden die Strings 2 und 1 zusammengefügt. Dann entsteht eine neue Zeichenkette, die dann mit dem Print ausgegeben wird. Und in der dritten Ausgabe wird dann der Typ von dem String 3 abgefragt. String 3, der die 386 enthält, und da sehen wir, dass das vom Typ String ist. Und dementsprechend können wir damit nicht rechnen, wie schon gesagt. Und wir schauen uns dieses kleine Programm auch noch einmal im Sony an. Die Zuweisung der Variablen, das Ausgeben und sehen nach dem Ausführen, es wird entsprechend ausgegeben. Zunächst mal der String 1, diese lange Ausgabe, dann diese Zusammensetzung aus dem Hallo, String 2, ein Leerzeichen anschließend und dann ich bin eine Zeichenkette, das ist wieder der String 1. Und als letztes den Typ von String 3, das heißt hier, der Typ ist eine Zeichenkette, String. So viel also erstmal zu ein paar einfachen Datentypen in Python, mit denen man schon recht weit kommen kann beim Programmieren in Python. Es gibt komplexere Datentypen, auf die ich jetzt hier nicht eingegangen bin, die man aber dann auch für speziellere Probleme mit einsetzen kann und die ein wenig sich von dem, was ich bisher vorgestellt hatte, unterscheiden.